Am 23. Mai wurde in Rostock die Lange Straße offiziell als Fahrradstraße eröffnet. Das Projekt ist ein Verkehrsversuch, welcher auf ein Jahr begrenzt ist. Über die Umsetzung entschied am 2. März die Rostocker Bürgerschaft. Plakate, Schilder und Markierungen machen auf die neuen Regelungen aufmerksam. Im Zentrum der Hanse- und Universitätsstadt ist die Straße die erste ihrer Art. Die Verkehrsführung wird sowohl für Fahrrad- als auch für Autofahrende neu gedacht. Die große Überschrift heißt Rücksichtnahme im Verkehr, dadurch wird alles sicherer. Das ist so, dass jeder Mann, jede Frau hier in die Straße einfahren können. Es ist aber jetzt neu, dass die Fahrradfahrenden Priorität haben. Das heißt, sie können nebeneinander fahren, der Autoverkehr muss sich dahinter einordnen. Aber auch nochmal mein Plädoyer, jeder kann mit jedem Verkehrsmittel in die Stadt einfahren, auch in die lange Straße fahren. Sie müssen halt nur mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Eigentlich nicht schlimm und schön für alle. Der Verkehrsversuch wird durch einen Projektbeirat begleitet. Permanent werden Daten erfasst, Erfahrungen gesammelt, ausgewertet und gegebenenfalls Maßnahmen nachgesteuert. Das Befahren der Straße mit Kraftfahrzeugen ist weiterhin möglich, das Tempo wird aber durch die Radfahrer bestimmt. In einem weiteren Schritt soll Ende Juni die Durchfahrt von und zur Straße Vogelsang gesperrt werden. Dadurch soll die lange Straße vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Zugang zu der Straße wird es dann nur noch über die Kreuzung am Kanonsberg geben und über die Querstraßen. Bereits am 18. März berichteten wir über die Planungen und auch über die Kritik, die insbesondere vom Einzelhandel und von Dienstleistern kam. Es bleibt abzuwarten, wie das Projekt insgesamt von allen Beteiligten angenommen wird.